Liebe Närrinne und nachher lese, wir haben Christ. Er ist auch da. Er steht schon draußen vor der Tür und wartet, dass er endlich rein kann. Aber erst einmal erzähle ich was über ihn. Wo er hinkommt, da ist man froh, wenn er wieder geht. Mittlerweile hat er seinen eigenen YouTube-Kanal mit, was ist gerade, wie viele Follower? Fritz, wie viele Follower hat er jetzt? Was? Follower? Was ist nicht? Was denn? Hermann, wie viele Follower hat er? Wie viele Follower? Ich glaube, warte mal, der hat 6 Follower. Sechs Follower. 6.000 Follower. 6.000 Follower hat er auf YouTube. Ja, das ist schon ein Ding. Ja, und in Facebook tut er also mal ein Liedchen posten, ne, sonntags oder samstags, wie auch immer, wenn er Zeit hat, selbstgedichtete Texte und ja, zu irgendwelchen bekannten Melodien. Ne. Was, Hermann? Du, momentan macht er Pause. Momentan macht er nichts. Er macht Pause. Da hat er andere Sachen im Kopf. Er macht momentan Pause. Er macht momentan oder so Schaffenspause, ne, oder andere Projekte am Laufen. Aber er macht, das macht er so. Also macht er so schon so weiter, ne? Ja, der Kerl. Ja, er ist ein Reisebusfahrer aus Leidenschaft, ne? Und ja, wie sein Vater, ne? Sein Vater ist ja als junger Mann auf die Mülltonnen gesprungen, aus dem Stand. Wo die Mülltonnen drin war, ist der drauf gehebt, ne? Er kann es nicht, der ist so schwer, oder es liegt an der Erdanziehungskraft, ich weiß es nicht. Er ist auf alle Fälle da, steht raus vor der Tür, wollen wir ihn reinlassen. Herr Kapellmeister, der Nadelmarsch, rein mit dem Reisebusfahrer. Hey, hallo, ihr liebe Leute. Ich muss euch was erzählen heute. Wie ihr sicher alle wisst, hab ich mich von daheim verpisst. Es war ein schöner Wohlgenuss. Ich unterwegs im Reisebus. Jetzt sagt es bloß nicht meiner Frau. Darauf ein dreifach donnerndes Hello. Gern bin ich mit dem Bus gefahren, doch seit Corona nur daheim. In Kurzarbeit, was muss ich sparen? Der Sprit zu teuer zum Autofahren. Ab und zu mal Schulverkehr, zweimal am Tag geht's hin und her. Zweimal am Tag fahr ich zum Schaffe, viermal die Strecke, das ist eine Strafe. Dafür bekomm ich wenig Geld. Das ist das, was meinem Chef gefällt. Bei viel Verkehr stehe ich im Stau. Darauf ein dreifach donnerndes Hellau. Das stimmt, das gebe ich offen zu. Im Reisebus hatte ich mal Ruhe. 6 Tage in Österreich, wie schön. 8 Tage im Winter in der Schnee. London, Paris und Südtirol, ach was fühlte ich mich wohl. Davos im Hilton, abgestiege, wo nur die Reiche Frühstück krieche. Ich war überall willkommen, bin ich mit Touristen komme. Alles hat ich kostenlos in Innsbruck, Kufstein und Davos. Souvenirs und auch Andenke, die bekam ich als Geschenke. Erzähl das jo nicht meiner Frau. Darauf ein dreifach donnerndes Hellau. Es gab auch Zeiten, ziemlich stramm, da war ich Tag und Nacht am Fahren. In der Saison, da gibt's keine Raste. Von einem Hotel zum anderen Haste. Noch Spanien an die goldene Küste. Der Club der Frauen mit große Brüste. Die Tour, die hat ich nicht genossen.
Ich hatte mein Zimmer abgeschlossen. Mit 40 Frauen und ich allein. Was war ich froh, ging's wieder heim. Nach Wales und Schottland immer wieder. Der Chor, der singt seine Stimmungslieder. Es Bier und Achter Schnaps, der lebt. Das ist gut für mein Geschäft. Ihr Brüder seid lustig und ihr singt, solange ihr nur mein Zeug wegtrinkt. Ich hab so viel noch zum Verkaufe, drum seid lustig und du Zaufe. Ich kann ja wirklich nichts dazu. 2 Wochen Schottland und ich hat Ruhe. Erzählt es bloß nicht meiner Frau. Darauf ein dreifach donnerndes Hellau. Doch dank Corona ist jetzt Schluss. Zum Fahren gibt's nix im Reisebus. Im März, da hatte ich meine letzte Tour. 2020, glaubt mir's nur. Ich bin am Boden deprimiert, weil bei der Reise nix passiert. Die Trinkgelder, die bleiben aus. Ach, die Späße haben jetzt Pause. Das Geld wird knapp, mir ist ganz flau. Ich geb's ihr eh ab an meine Frau. Es stimmt, ich krieg mein Taschengeld, dass mir nix Dummes mehr einfällt. So 20 Euro in der Woche. Ich bin ja nur noch Haut und Knorre. Davon muss ich noch Tanke fahren. Einkaufen, ach, noch fetter Harm. Ein Currywurst steht ich gern mal essen. Mit 20 Euro kann ich das vergessen. Das Geld verwaltet meine Frau. Darauf ein dreifach donnerndes Hellau. Und ist Corona dann vorbei, da kommt zuerst die Fahrerei. Da bin ich fort für den Rest vom Jahr. Geld verdiene, ist doch klar. Doch Leut, wenn das so weitergeht, dann ist es mit dem Fahren zu spät. Denn wenn ich erst in Rente bin, da hat das Leben keinen Sinn. Denn ein Leben ohne Reisebus, das kann ich nicht. Da mache ich Schluss. Hello!